Was ist das Besondere für Sie hier an der Global Art of Perfumery? Wir haben letztes Jahr auf der Messe hier auch schon ausgestellt gehabt und das war auch der Startschuss für uns, sozusagen für den Vertriebsstart in Deutschland national. Wenn Sie sich umschauen, es finden intensive Gespräche statt. Es liegen natürlich die Düfte auch in der Luft. Man riecht es. Global Art sind halt viele repräsentante Firmen, die also wirklich in unsere Kategorie auch reinpassen. Und auf den anderen Messen, wo wir bislang auch vertreten waren, sind nicht so viele interessante Marken für uns, weil hier das Potenzial auch einfach viel mehr gewährleistet ist. Warum sind Sie also hier? Erstmal, um andere Menschen auch kennenzulernen, andere Parfümeure. Es hat gestern einfach alles gepasst. Also wie du schon sagst, ich liebe Düfte, ich liebe Party, ich liebe Musik, ich liebe es zu tanzen. Und das alles konnten wir gestern auf der Aftershow-Party unterbringen. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Sie sprechen schon die Exklusivität an. Die exklusive Klientel an und da bietet sich diese Messe als sehr gutes Forum. Wir sind sehr glücklich, wieder da zu sein und die Atmosphäre ist perfekt. Die Kontakte zu vertiefen, neue Leute kennenzulernen, um einfach dann einfach ja guten Stand in der Branche zu bekommen. Wenn wir in selektivere Zielgruppen hineingehen, dann muss es eben genau den Zeitgeist, die Erwartungshaltung des Kunden und eben auch das Image, die Brand perfekt darstellen. Wie immer, hervorragender Punkt, um sich zu treffen. Man sieht sich, man kennt sich, man unterhält sich über die neuen Wege. Und es ist ein Wahnsinns-Kommunikationsmedium und ich bin mich jedes Mal froh, wieder dabei zu sein. Für uns ist das sehr, sehr wichtig, jetzt auch hier sein zu können. Das ist das erste Mal, dass wir uns auch einem Fachpublikum präsentieren. Das Personal und die Vertreter der Marken sind sehr engagiert und man sieht immer Neues. Also jedes von Jahr zu Jahr kommen neue Sachen dazu. Es gibt natürlich sehr viel Konkurrenz, das ist klar, aber wir glauben, wir sind sehr gut aufgestellt, wir haben ein gutes Marketingkonzept. Für uns ist das hier eigentlich für die Branche so der Gipfel der Fachbesucher und auch Interessenten. Sind Sie nächstes Jahr wieder da? Ja, ich hoffe, auf jeden Fall. Der Kreativität genügend Raum zu geben, das ist also eine Aufgabe, die die ganze Branche hat und deswegen ist es gut, dass man also die Nische, die artistische Kreativität stärker unterstützt, stärker hervorkehrt, weil daraus schließlich die ganze Branche lebt.